waren auf der Promente-Tagung, Fachtagung, Künstliche Intelligenz, Herausforderungen, Chancen und Risiken. Wir haben gesprochen mit Andreas Schwab, der uns etwas mehr jetzt über diese ganze Veranstaltung berichten wird. Können Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind und was Promente eigentlich ist? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Schwab. Ich bin der Geschäftsführer der Promente Akademie. Ja, Promente engagiert sich seit Jahrzehnten für die Anliegen psychisch erkrankter Menschen. Wir feiern zum Beispiel 2025 unser 60-jähriges Bestehen. Aber auch im Bereich der Prävention sind wir aktiv. Vor allem über die Veranstaltungen der Promente Akademie sind wir im regen Austausch, nicht nur mit den Profis, sondern auch mit Angehörigen und Zugehörigen, mit Klientinnen, Peers und Selbstvertreterinnen. Mit unserem Motto Miteinander für psychische Gesundheit stellen wir den Diskurs über psychische Gesundheit und die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen in den Vordergrund. Wir setzen uns als Promente vor allem auch sehr für eine Verbesserung der Versorgung psychisch erkrankter Menschen ein. Und jetzt die Tagung. Was würden Sie sagen, was sind die Highlights oder worum geht es eigentlich konkret in der Tagung und was wird hier geboten? Ja, wir haben für die diesjährige Promente Wien Fachtagung das Thema künstliche Intelligenz gewählt, weil auch im Hinblick auf die Betreuung und Begleitung psychisch erkrankter Menschen künstliche Intelligenz mehr und mehr in den Mittelpunkt rückt. Wir stellen uns den Fragen, was bringt die KI in der Versorgung, wo sind ihre Grenzen und vor allem, wie ist das für die Klientinnen, Peers und Selbstvertreterinnen, die ja im Zentrum stehen sollten. Ein Ergebnis der Tagung kann ich jetzt schon ganz sicher vorwegnehmen, nämlich die persönliche Beziehung ist nicht ersetzbar und es ist letztlich der Mensch, der den Einsatz der digitalen Mittel steuert. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Highlights der heutigen Tagung. Wir konnten insgesamt für unsere Fachtagung hochkarätige Expertinnen gewinnen. Zu den Highlights der Fachtagung zählt der Vortrag von Professor Bauer, der ja auch medial sehr bekannt ist und erst kürzlich ein neues Buch herausgebracht hat, in dem er sich intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzt. Ein ganz besonderes Highlight ist aber auch die Zuschaltung eines Peers aus Paderborn in Deutschland. Er wird seine ganz persönliche Sicht als Klient im Rahmen der Podiumsdiskussion am Ende der Fachtagung einbringen. Und nicht unerwähnt soll bleiben, dass wir bei dieser Veranstaltung erstmalig mit dem Prädikat Öko-Event ausgezeichnet wurden. Das bedeutet, dass wir verschiedenste Nachhaltigkeitskriterien einhalten, wie beispielsweise Müllvermeidung, digitale Tagungsmappen und vieles mehr. Und abschließend möchte ich auch noch sehr gerne erwähnen, dass es uns diesmal wieder gelungen ist, ein Kulturprojekt in die Fachtagung zu integrieren. Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch dieses Jahr unsere Fachtagung von einer Kunstausstellung begleitet. Welche Werke entstehen eigentlich, wenn Maschinen zu Depression, Angst oder Psychose befragt werden? Es sind insgesamt 14 Werke für uns entstanden, die wir bei dieser Fachtagung ausstellen und am Ende auch für den Verkauf anbieten. Ja, danke schön. Und was waren jetzt so ganz konkrete Themen der Vorträge? Können Sie uns da zwei, drei vielleicht nennen? Ja, sehr gerne. Also ganz konkrete Vorträge sind zum Beispiel Methoden und Anwendungen der künstlichen Intelligenz in der Psychiatrie. Mit dem Herrn Professor Meyer-Lindenberg aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Oder der Vortrag vom Joachim Bauer, werden künstliche Intelligenz und virtuelle Welten den Mitmenschen ersetzen? Oder vielleicht noch ein dritter, sehr spannender Vortrag, nämlich Psychotherapie im Zeitalter von KI zwischen Fortschritt und Verantwortung. Das klingt alles sehr spannend. Ich danke Ihnen persönlich, dass Sie das organisieren, weil ich finde es sehr spannend und wünsche Ihnen noch viel Erfolg für die restliche Tage. Vielen Dank. Dankeschön.